Da könnte es theoretisch noch sein. Nee, mehr. Oh, IA! Hallo und herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich muss noch kurz mein Mikro hier richten, sonst fühle ich mich hier ganz. Herzlich willkommen, lieber Zuschauer. Ich heiße dich, ganz genau dich, an deinem altertümlich anmutenden Empfangsgerät. Herzlich willkommen zurück zu Generation Zero, Folge Nummer 14. Und wir Wo habe ich mir jetzt die 1 hingelegt? Gutes Spiel. Die Richtung. Wir schwammeln hier so ein bisschen orientierungslos durch die Gegend. Ja, ich habe noch eine Idee, allerdings halte ich die nicht für sehr erfolgsträchtig. Also ich habe mehrere Ideen. Wir gehen erst nochmal hier in diese Richtung, in die wir gerade eh laufen. Sonst habe ich noch die Idee, schaut mal mit mir auf die Karte. Ich möchte nicht ausschließen, dass ich mich irre. Erstens, wir waren hier noch gar nicht. Das sieht auch sehr interessant aus. Das Gebiet, sieht man meine Maus? Nee, man sieht meine Maus gar nicht. Deshalb ist das so hier relativ im Zentrum. Da unten das Gebiet an der Küste. Da sind sehr viele, ja, das sieht nach Industriegebiet aus, sieht interessant aus. Und wo haben wir es denn jetzt, das, was ich euch zeigen wollte? Hier bei Norrasaltholm, da unten drunter ist ja dieses nur, man kann nur hoffen, die Weltmission. Und eigentlich habe ich die abgeschlossen. Die Frage ist nur, wo haben wir es? Wo haben wir die Mission? Man kann nur hoffen. Und ich habe auch eigentlich alle Missionsgegenstände gefunden. Aber die Frage ist, kann ich da vielleicht nicht noch mehr finden, um doch noch einen Hinweis auf die weiteren Bunker zu kriegen. Oh, die hier suchen nach zurückgelassenen Gegenständen. Okay, wir suchen den Bunker nach Überlebenden. Ja, das ist eine Weltmission. Weg der Götter ist auch eine Weltmission. Ich glaube, wir müssten erstmal wahrscheinlich vielleicht uns darauf einigen, dass wir ein paar andere Missionen noch machen. Und wenn wir die machen, finden wir bestimmt zufälligerweise diese Bunker. Es ist ja nicht so das Spiel, dass wir hier geradlinig wirklich durch die Story rushen, sondern einfach so ein bisschen erkunden. Meine Fresse, ist das nice. Screenshot. So. Schön ist natürlich wirklich, dass ich jetzt für mein Sturmgewehr jetzt auch endlich einen Schalldämpfer gefunden habe. In der letzten Folge. Die echt sehr actionreich war. Die nicht dauerhaft actionreich war, aber die hatte es in sich. Die hatte es verflucht noch eins in sich, ey. Habe ich mich auch noch nicht ganz von erholt, wenn ich ehrlich bin. Das war schon war schon heavy. Jump. Gut. Okay, könnten wir alles zum Explodieren bringen. Bedeutet, wenn hier fette Gegner kommen, hier Radio hin, wegrennen, nach oben, Gegner dahin locken, explodieren lassen. Da ist eine Relays-Antenne. Ja, Spiel, habe ich schon, bevor du Bescheid gesagt hast, gesehen. Hä? Spiel? Hä? So, wir gehen jetzt zu dem Häuschen. Was ist denn das für ein großes Ding? Also nicht das Haus, sondern da im Hintergrund. Alter, es heißt Salt Holmes, Bro. Salt Holmes, Bro. Kannst du ja nur über die Buchstaben stolpern und dann Wortmüll rausbringen, so wie ich es in regelmäßigen Abständen mache. Das ist ein bisschen anders aufgebaut, das Haus, ne? Oder? Irre ich? Glaub nicht. Ist anders aufgebaut. Ich glaub schon.
vertrautes Heim. Glück allein. Warum muss man denn immer Glück allein haben, wenn man in ein trautes Heim steppt? Lederstiefel! Wir könnten unseren Typen auch einfach mal wieder anpassen, hä? Was haben wir hier? Wir waren alle einmal Kinder. Welche Weisheit, welche Weisheit! Komm, wisst ihr was? Wir passen den Charakter nochmal an. Ah, aber kopfmäßig sieht das eigentlich schon sehr ideal aus. Oder? Militärhelm. Militärmütze braun, okay. Nein. Ah, das ist doch eigentlich nicer. Komm, scheiß auf den Militärhelm. Wir sehen jetzt ein bisschen aus wie, kennt wahrscheinlich keiner mehr von euch, Snake Plissken. Ah, okay. Snake Plissken aus dem Film, ach, wie hießen die Filme nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Gespielt von Kurt Russell. War sehr, sehr nah. Ich hab noch keinen Schal? Punkjacke. Liga-Jacke. Jeansjacke. Motorradjacke. Himmelblau. Harry der Waldfrosch schlägt wieder zu. Komm, lassen wir. Okay, aber vielleicht könnten wir jetzt die cooleren Schuhe. Die fand ich nämlich cool. Ja. Gut. Hätten wir das Wichtigste schon mal erledigt. Ja, könnte ich auch. Kann ich alles nochmal nehmen? Sehr gut. Nee. Das kann ich wieder ablegen. Davon brauche ich, ja, davon brauche ich schon viele. Vor allen Dingen, weil die mir anscheinend helfen, mitten im Kampf so ein bisschen für Verwirrung zu stiften. Irgendwie komisch gesagt, oder? Dahin möchte ich. Da war ich, glaube ich, noch nicht, oder? Hier kann ich durchwatscheln, ne? Ja, kann ich. Kann ich. Kann ich. Hier durch, wir dort. Hier durch. Wissen, ob ich da drauf kann, ey. Nein, kein öffnen. So, wo hatte ich mir den Wegpunkt gesetzt? Aha. Salt Holmes, Bro. Gut. Gehen wir nochmal. Ui. Ui. Watschel. Watschel, Junge. Watschel. Schneller watscheln. Da ist schon Gegnerzeugs. Na super. Ach, da. Ja, darauf hatte ich es gesetzt. Okay. Da ich dann nicht für viel mehr Verwirrung stiften, für mich, also ich will mich nicht mehr verwirren, deshalb setze ich mir den Wegpunkt mal dahin. Relays-Antenne ist da. Okay, bedeutet, da werden auch wieder viele Runner unterwegs sein. Oder? Noch größeres. Salt Holmes, Bro. Da habe ich wahrscheinlich noch nicht geguckt. Ich gehe sofort dahin. Keine Angst. Na, mach mal auf. Ich hoffe mir noch ein paar Medipacks oder sowas. Joop. Und joop. Habe ich gekriegt, was ich wollte. So mag ich das doch, Spiel. Wenn ich krieg, was ich will. So, die brauchen wir auch nicht, weil sie nur einen Inventarplatz wegnimmt. Und ich habe keine genaue Ahnung, ob ich die jetzt vorher so ablenken kann, dass ich da das Ding dahin platzieren kann. Und dann, wir müssten es eigentlich mal probieren, ne? Hilft ja nichts. Probieren geht über Studieren, ey. Du, die probieren geht über Studieren. Die hat gesehen, hat mir das aus der Hand. Okay, die rennen da alle langsam hin. Sind voll abgelenkt. Okay, sehr gut.
Jetzt haben sie mich aber. Ja, kommt doch mal hier in die Richtung. Bitches. Hier, eure Relays-Antenne habe ich zerstört. Ich habe sie zerstört. Oh, und lade nach und bin deshalb langsam und... Gib mir die 7. Naja, rennt mal alle dahin, rennt mal alle dahin. Ja, schieß mal schön das da an. Mich in Ruhe lassen und das da anschließen. Ja, mach mal. Ihr Biester, ihr Säue, ihr Dreckschweine. Lass mich in Ruhe. Ich hab voll wenig Leben. Lass mich in Ruhe. Ihr Stinkbiber. Will ich mich jetzt sehen? Okay. Das ist gut. Natürlich finde ich nicht gut, dass ich die hier in die Richtung gelockt habe, die ich möchte. Gefällt mir natürlich nicht. Komm, erst die Facette. Weg, Knusper. Ist Kampf geflohen. Jo, geil. Sieht gut da unten aus. Masker. Bedeutet Lock? Nee, Karte. Masker. Kein Ort, an dem... Aber warum sollten die Bunker auch nach Orten benannt sein? Was habe ich jetzt freigespielt? Da hat mir doch oben was... Ja, dass ich Masker... Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht. Ich gucke mir jetzt als erstes hier das Gerät an. Oh, ist das mächtig. Radio... Radarstation Masker. Das könnte ich wieder ein bisschen schneller machen, ne? Ehrlich gesagt, mittlerweile, jetzt wenn ich nicht ganz verkacke, gefällt mir das auch mit dem aus dem Kampf fliehen. Vor allen Dingen gegen diese Runner. Dann ist das ja noch okay. Diese fetten Viecher. Und die noch nicht mal die fettesten hier im Spiel sind, ne? In der letzten Folge konnten wir ja so zwischendurch vor den dickeren... vor den dickeren, größeren Viechern fliehen. Da ist das dann schon echt eine harte Sache, ne? Verflucht harte Sache, ey. Aber gegen die Runner... Geht das schon? Die anderen, die dickeren, die größeren, die in die Länge gewachseneren, die können ja auch so richtig jumpen. Ja, können die Runner auch, aber die anderen, die haben so einen größeren Radius, was das Jumpen angeht. Ich weiß nicht, warte mal, ich stelle mal den Modus hier auf halbautomatisch. Oh, nicht, dass ich mir damit selbst ein Ei lege. Und dann im Kampf auf einmal verwirrt bin, dass ich hier quasi Einzelschuss eingestellt habe. Egal. Ah, das geht nicht auf. Okay. Geht das hier auf? Auch nicht. Komme ich da irgendwie sonst anders irgendwie rein? Nee, ne? Gut, ist gut. Ist schade. Ich hätte gern Loot gehabt. Masker, Beute 0 von 6. Das ist ja nicht gerade viel, ne? Ist jetzt nicht so ein Traumort. Beutemäßig scheint das echt verflucht wenig zu sein. Ist nix drin? Komme ich hier rein? Ich glaube nicht, ne? Oder? No, oder? Oder? No, 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 no. No, 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 no. Ja, die Bootsstege sind relativ attraktiv, ne? Weil der Muni und so wieder öfter drin ist. Auch leer. Alter, das ist aber eine... Eine AA. Okay, ich glaube, wir werden gleich irgendwann per Schnellreise zurückwatscheln. Was mich ja immer noch... Ist das Folge 1 gewesen, wo wir die Jägerausrüstung finden wollen, wollten? Das nicht hingekriegt haben. Wäre auch nochmal so eine Sache. Wollte mal in die Richtung noch gucken, ne? Die man erledigen könnte.
Na, was haben wir hier noch mit? Nee, ah, da kommen wir nie rein. Alter, der Ausblick ist doch nice, ey. Nice, nice, nice. Really, really nice. It's just the nice. Is there just the weather nice? It's the really, really nice. Is there just the rice? Boah, krass, ein Häuschen. Krass, hier hat eine Familie, ein Typ gewohnt. Aber vielleicht finden wir was über die. Deshalb genauer umgucken. Vielleicht finden wir hier irgendein tolles Zettelchen. Lass mich hier durch. Ganz ruhig, lass mich hier durch. Sollte so. Jetzt stört's mich nicht mehr. Jetzt habe ich aus, an, aus, was auch immer ich gestellt habe. Ich hab's gut gemacht. Hab's gut gemacht und gut gemeint. So, nach oben. Es wäre toll, wenn man hier Skill freispielen könnte. Dass, die Lebensenergie automatisch so langsam regeneriert. Alle 30 Sekunden ein Punkt. So ein bisschen wie in Seven Days to Die zum Beispiel. For example, ne? Dass es nicht so übertrieben viel ist, aber dass eine Regeneration der Lebensenergie schon vorhanden ist. Das wäre cool. Ich habe hier noch nicht mal sämtlichen Loot gefunden, ne? Ah. Hör her damit! Moi Fresse, die Hermit, reich mir ran, da! Masker, Gehöft. Boah, was könnten wir tun? Wir könnten wirklich... Ist das ein, ist ein Unterschlupf? Wir könnten wirklich uns mal hier an die Küste schlagen, aber ich glaube, das wird so umrannt oder voll von Viechern sein. Der Weg der Götter, ein Mann namens Johan hat seiner Frau Steffi einen Zettel hinterlassen, auf dem steht, dass er bei einem Steinhaufen auf einem Hügel in der Nähe einen Notfallvorrat für sie deponiert hat. Vielleicht lohnt es sich, danach zu suchen? Scheiß drauf. Nein, nicht das. So, das will ich jetzt wissen. Das machen wir. Das probieren wir wenigstens. Wir probieren es wenigstens. Karte. Unterschlupf. Schnellreise. Eine schnelle Reise. Ja, so wird man hier empfangen. Da hat man aber Lust, hier in Norrasaltholm abzuhängen. Ah. Ja, hier geht's aber wieder richtig ab. Haben sie wieder alles hier eingenommen, die Schweine? Man kann nur hoffen. Jetzt zeig mir doch nochmal Weg der Götter. Wenn du dies ohne mich findest, geh zu unserem Steinhaufen am Ende des Pfades der Götter. Erinnerst du dich an meinen ersten missratenen Heiratsantrag? Geh einfach dorthin. Ich dich auch. Weiß nämlich schon nicht mehr, in welchem Haus das jetzt war. Das ist ein riesiges Viech. Wisst ihr mal, was wir machen könnten? Was haben wir denn hier? Achso. Keine Ahnung, welche Waffe jetzt besser ist. Stimmt, das war mein Zeug, was ich da hingelegt habe. Nee, gegen den kann ich nichts anrichten. Entdeckt mich immer mehr. Die Sache ist, ich habe jetzt eine Idee, was ich machen möchte. Allerdings müsste ich dafür da hinten ran. Also da hinten an die Tür ran. Warte mal. Oder vielleicht auch nicht. Nein, er schmeißt mich da durch. Ist das ein Dämlack?
in der Hoffnung hier rausretten. Ich hätte rausschleichen können. Das hätte ich bestimmt gekonnt. Ah! So, mit der rechten Hand irgendwie an die andere Waffe kommen. Da warten auch Gegner auf mich. Nein! Okay, mit irgendwie hier dran kommen. Weiß ich nicht. Du elendes Biest. Nein, doch nicht die Waffe. Warum habe ich jetzt die Waffe in der Hand? Scheiße. Ich sag doch, ich komme damit nicht, boah, überhaupt nicht klar, dass mir Sniper auf der 2 liegt. Mann, scheiße. Schmeiß. Boah, meine Fresse. Alter, warum seht ihr mich denn noch? Jetzt nicht mehr, oder was? Alter. Oh. Ein großer Dank geht an meine Lebensenergie. Ja, das ist der Bunker. Ich glaube, wir waren da aber gar nicht so schlecht mit Weg der Götter. Da waren Steine auf dem Boden. Klar, das war jetzt nicht auf einem Hügel. Aber deutet vielleicht darauf hin, dass da in der Nähe dieser Hügel mit den Steinen ist. Gesperrt. Da unten sind auch. Er geht nicht aus dem. Ja, gut, alles gedrückt. Ich habe alles gedrückt jetzt. Boah, habe ich keine Chance eigentlich. Ja, nur gut. Ja, wo bist du? Boah. Wieder 5 Gesundheitspunkte in diesem. Ach du Scheiße. Ich muss aus der Hüfte schießen. Das klappt besser. Das klappt verflucht noch eins besser mit der Waffe. Scheiße. Okay, das ist. Das ist gut. Das ist gut. Alter. Ist das schwierig jetzt? Ist das verdammt noch ein schwierig? Dann brech mal ab. Fertig. Jetzt hier auch. Mein Tastaturmodus geändert. Scheiße. Davon habe ich nur noch 2. Oh, alle verbraucht. Scheiße. Natürlich. Das kann ich doch auch direkt. Ne, ich kann eigentlich jetzt alles nehmen, ne? Jo. Ich habe da eben gerade wie ich alles einfach nur gedrückt, ja, mach. Nein, geht nicht. Gut, dann nimm das, das, das. Geht das? Das geht. Das ist sehr, sehr gut. Dann pack's mir jetzt dahin. Besser als gar nichts dabei zu haben. Deshalb ist das gut, auch jetzt die, was ist das jetzt? Die Feuerwerkskörper auch dabei zu haben. Was hatte ich auf der 5? Mein. Achso. Es wurde mir nur kurz nicht angezeigt. Okay. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Warum ist das hier nicht mehr auf? Hat dich das nicht geöffnet? Scheiße. Benutz mal, mein Guter. Scheiße, das war doch hier alles geöffnet, oder? Dafür bin ich kurz nach unten gerannt. Und hatte doch die Stromversorgung wiederhergestellt. Ah!
wenn jetzt Gegner sind, ne? Ist das nicht gut? Wo war das denn mit dem... Es tut mir gerade gar nicht gut. Es tut mir gerade gar nicht gut. Lass mal hier die 4 ausgerüstet. Einschalten. Schau mal hier nach. Kann ich jetzt gerade, glaube ich, nicht aufnehmen. Halt ich mal hoch. Ich schau mich hier noch trotzdem um. Auch weiß ich, es kann wehtun. Ist mir ganz egal, du Mann. Meinetwegen alles, wenn es klappt. Ja, ja, nimm es an dich. Shit. Ja, knuspert das hier mal hoch. Okay, Pistole und so scheint eindeutig besser aus der Hüfte zu funktionieren. Keine Ahnung warum. Pistole und Dingsgewehr. Sturmgewehr. Muss man nur irgendwie drauf klarkommen, ey. Vielleicht finde ich hier wirklich noch irgendwelche Sachen, die ich bis jetzt nicht entdeckt habe. Wäre für mich gerade echt mal ein leckeres Träumchen, ey. Also um mehr über die Bunker herauszufinden. Ich weiß, eigentlich war der Plan eben von mir, Dingensbummens. Standen? Dingensbummens war mein Plan. Bei Dingensbummens war mein Plan, Guinness. Jo, gut. Vielleicht müssen wir das Ding hier jetzt auch erstmal zum richtigen Unterschlupf freispielen. Ich glaube, ich habe mich beim letzten Mal hier nicht genau umgeguckt. Ich habe hier einfach nur... Ja, die Mission. Das, also quasi das Minimum erledigt. Komm, ja, ja, machen wir. Wir gehen halt jetzt mal systematisch hier alles durch. In der Hoffnung, vielleicht doch noch Hinweise zu finden, die jetzt vielleicht nicht für den letzten Abschluss der Mission wichtig waren, sondern vielleicht einfach nur für die zukünftigen Missionen wichtig werden. Okay. Okay, hier geht's schon wieder nach unten. Könnte gut sein. Könnte gut sein. Vermaledeit und zuge... Das ist doch aber mal was anderes. Das ist doch schon besser als nur Schnee im Fernsehen. Weiß ich nicht, ob es wirklich besser ist, dieses Testbild. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, Mensch. Da will ich gerne nach unten. Aber ging es da noch weiter? Ja. What does we have here, man? What does we have here? Gib her. Können da nicht mal 30 Erste-Hilfe-Sets drin sein? Irgendwie 30 oder 90? Ja, so ist schon gar nicht schlecht. 2. Gut, gut. Sehr, sehr gut eigentlich. Gefällt, gefällt, gefällt. Eine Krankenstation. Genius, hier ist eine Krankenstation. Es ist genius. Genius, hier ist eine Bettpfanne. Eine Bettpfanne. Noch reine. Lassen Sie sich schmecken. Es ist angerichtet. Bettpfanne. Möller PP. Und die habe ich jetzt gerade nicht dabei, ne? Die ist in der Kirche. Meine Möller PP. Ja, das ist die Klauke. Die Klauke! Die Klauke, hä? Die kleine Frauke, also die Klauke. Man, what does we have here? Nothing. I didn't see anything, man. I'm just getting angry again, man. Don't see anything.
Let's go back. Now we have to finish this bunker and go downstairs. Now, let's go. Let's have a look, man. Let's have a look. Let's have a schluck. Alter, ist das... Das ist leider, glaube ich, Story-fortschrittmäßig jetzt gerade nicht der Oberburner. Burner. Aber an Zeugs, was wir hier finden, da lohnt sich die Bunker. Dann lohnt sich die Bunker verflucht noch eins, ey. In der Hoffnung, dass wir das jetzt, weil wir das sehr genau uns jetzt angucken, als Unterschlupf freispielen können. Ist das komplex? Wow. Hier wohne ich. Hier wohne ich. Das ist meine Wohnung. So, Adrenalinspritze brauchen wir gerade nicht. Boah, ich mit meinem Räuspern, ne? Der alte Mann, ey. Der alte Mann und die prekäre Halssituation. was haben wir hier? Haben wir gar nichts. Hier haben wir gar nichts. Ich muss die Wände auch genau angucken. Vielleicht hängt hier ja irgendwo noch so ein Brett, an dem Informationen hängen. Für Maschinenpistolen. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass die Maschinenpistole keine Sekundärwaffe ist. Sonst würde ich mir die natürlich anlegen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ey. Faustfeuerwaffen. Ja. Habe ich ja schon dran. Mein gutes Spiel. Habe ich ja schon dran. Feuerwerkskörper. Vielleicht sollte ich eher die beibehalten. Ja. Nein. Pack die hier mal weg. Stand ablegen. Jetzt bitte wieder die zwei Erste-Hilfe-Sets einschlecken. Dankeschön. Danke, der Herr. Dankeschön. So. Hier rein. Pfein. Pfein, pfein. Weitermachen. Pfein. Mit PF geschrieben. Pfein. Faustfeuerwaffen. Brauche ich nicht. Habe ich. Hier durch. Bleiben Sie ruhig. Hier durch. Geil. Nichts. Gar nichts. Dich hätte ich ja beinahe übersehen. Ich möchte mit dir interagieren. Geht das nicht? Bist du... Was ist los mit dir? Rucksack. Rucksack. Ich bin erzürnt über deine Anwesenheit, doch Nutzlosigkeit. Rucksack? Rucksack? Ich bin entnervt von dir. Nun. Nun, hier waren wir eben. Mhm. In dem Gang waren wir auch eben. Oder? Ja. Ist schon gut so. Ist schon gut so. Ich fahre einen Lupo. Oh, das Problem ist, ich könnte mir vorstellen, dass überall hier Sachen... Also, noch nicht mal Loot, sondern vielleicht wirklich nochmal so ein Hinweis. Irgend so ein kleiner Zettel, wo dann da auf einmal draufsteht, hier musste lang. Haha, Überraschung. Fertig. Und da hinten geht's auch weiter. Alter, ist der Bunkerkomplex. Ah, okay, hier geht's nicht wirklich weiter. Gut, das ist gut. Das ist gut. Ja. Wohin geht's da? Also da hinten hin, ne? Fragen über Fragen. Man mag es mir doch sagen. Fragen über Fragen. Wo ist das Problem? Okay. Die Shotgun-Muni war das Problem. Die alte Shotgun-Muni. Hatten wir da was? Nö. Okay.
sehe ein Licht am Ende des Tunnels. So, weg. Da waren wir doch jetzt gerade auch nicht, ne? Oder war das der Raum? Ich dachte, das wäre auf der Seite der Raum. Okay. So. Wo ist... Da. Dort. Auch ein Keller. Aber anders als der Keller, in dem das ganze Gas war. Aber wir haben hier ja noch ganz viele Türen, meine Damen und Herren. Bevor Sie sich beschweren, meine Damen und Herren. Der Ebene hatten wir jetzt mittlerweile alles. Wie komme ich zurück? Ihr bestimmt nicht. Ihr bestimmt nicht. So. Nee. Looten und leveln. Nichts von Belangen. Looten und leveln. Ja, okay. Ursprung. Ah, nee, brauche ich gar nicht machen. Mit dem dann auf Kimme und Korn gehen. Das geht aus der Hüfte gerade echt, oder ging jetzt gerade eben echt knackiger. Wenn ich das Gerät sehen würde. Das war doch dahinter, oder? Siehst doch leuchten. Ach, da ganz unten. Okay. Na, da ist aber noch was. Oder? Na, dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht spielen. Ja, dann halt nicht. Auch nichts an Informationen, ne? Suchen und scheffeln. Looten und läffeln. Ich habe aber, glaube ich, auch hier oben nicht jede Tür gehabt, oder? Die Tür hatte ich, glaube ich, die war Story-Fortschritt. Glaube ich. Entschuldigung. Boah, echt. Ist ja heute schrecklich, ey. Nichts. Scheiße. Verflucht. Verflucht. Sehr nice. So. Nein, ich verdrück mich. Knusper. Und Knusper, Knusper, Knäuschen. Ja, lebensenergiemäßig war das jetzt schon mal echt sehr, sehr gut. Also, dass wir uns hier umgeguckt haben. Jetzt geht's hier natürlich direkt wieder ab hinter, ne? Ja, sie kommen. Sie kamen. Ich frag mich, inwieweit, warte mal. Ich die vielleicht mit sowas anmachen kann. Springen sie dahin, sehr gut. Ja, scheiße, ich wollte die Waffe nicht verwenden. Hab aber einfach dann nach der nächstbesten gegriffen, die ich gerade hatte. Okay. War gut. Selbst die. Ja, ja, ist gut mit diesen ganzen Sachen, dass man die da so lecker
lecker ablenken kann. So, nicht ablecken, sondern lecker ablenken. Nicht ablecken. Wiederhol's einfach nochmal. Mensch. Hier habe ich davon noch. Also von den Signalfackeln. Geht's hier nur nach draußen? Shit. Dann haben wir hier jetzt aber alles. Und es ist trotzdem noch Weltmission. Man kann nur hoffen. Eingezeichnet. Ich habe gerade die Mission Suche nach... Suche im Haus nach weiteren Informationen über den Steinhaufen. Okay. Aber welches Haus war es denn nochmal? Über den Steinhaufen. Keine Ahnung. Gehen wir wieder in die Richtung. Gehen wir wieder in die Richtung. Wir sind jetzt gerade die letzte Folge und diese hier wirklich extrem planlos unterwegs. Und der Schwierigkeitsgrad hat mit diesen dicken Viechern echt ordentlich angezogen, ey. Ja, auch vernachlässigt, ja. Das könnte ich nochmal nehmen. Das passt jetzt nicht, ne? Weil... Das muss ich da drauf ziehen. Ja, eigentlich brauche ich den. Eigentlich brauche ich den. Problem wird jetzt sein, wenn ich Verbände... Okay. Ich habe ihn aufgenommen, ne? Der ist dann jetzt wahrscheinlich auch da auf die 6 gesteckt. Hoffe ich. Das klingt nach einem so riesigen Viech, ne? Wird es auch sein, aber... War das das Haus vielleicht da hinten? Ich würde mir jetzt gerne mal mein, genau, Binokular ausgerüstet haben, sein, tun, sind. Hab ich Schiss vor. Aber genauso soll das sein. Genauso soll das sein, Spiel. Dass ich echt... Da hätten wir den Elefanten. Wisst ihr, was ich noch gar nicht ausprobiert habe? Diese EMP-Zellen. Die wären wahrscheinlich das Einzige, was ich gerade hätte, um den vielleicht irgendwie einheimsen zu können. Skoxbo! Skoxbo, hey! Skoxbo, wie geht's? Oh, Skoxbo. Nee, also, ich glaube, das kann ich mir knicken, gegen den zu kämpfen. Ich glaube, das geht wirklich nicht. Also nicht im Sinne von, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's auch nicht hin. Ich glaube, das kriegst du wirklich kaum alleine hin. Und dieses Riesenviech. Wir haben ja schon gegen die, ne? Eine Nummer kleiner gekämpft. Aber den zieht's hier irgendwie hin, ne? Scheiße. Haus nach weiteren Informationen. Irgendwo. Ah. Na gut. Aber jetzt keine weitere Information. Aber sollte hier sein, oder was? Hat irgendwie in diesen Raum gezeigt, ne? Nein, sollte an. Ich dachte, das wäre... Ja, gut, ist an. Jones letzter Tagebucheintrag. Es ist Ewigkeiten her, seit ich das letzte Mal hier geschrieben habe. Das Erwachsenenleben hat mich wohl in Beschlag genommen, denke ich. Im Labor ging es ebenfalls drunter und drüber. Ich kann nicht aufhören, an die armen Wissenschaftler und Forscher zu denken. Ich wünschte, die Zeitungen, das Fernsehen und das Radio würden damit aufhören, es ständig wieder aufzuwühlen. Wer hat sie umgebracht? Weshalb? Wer ist als nächstes dran? Werde ich der Nächste sein? Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Ich bin zu unserem Lieblingsplatz hier in Schweden zurückgekehrt,
und habe Steffi und mir einen Vorrat an Materialien zurückgelassen, für den Fall, dass es hart auf hart kommt. Es ist ein besonders malerischer Ort mit dem Meer auf beiden Seiten. Und in der Nähe der Hügelspitze befindet sich ein kleiner Steinhaufen. Okay, mit dem Meer. Sag mal. Mit dem Meer auf beiden Seiten? Besonders malerisch. Mit dem Meer auf beiden Seiten. Entdecke, suche im Haus nach weiteren Informationen. Haben wir abgeschlossen? Okay, entdecke den Steinhaufen auf dem Hügel in der Nähe. Mit dem Meer auf beiden Seiten. Könnte ich mir gerade theoretisch nur diesen... Ja, warum sieht man die Maus nicht? Das ist jetzt gerade echt doof. Da unten, warte mal, ich setze mal den Wegpunkt hier hin. Dahin könnte ich mir vorstellen. Oder dahin, dass das so hoch ist, dass man wirklich beide Meere sieht. Komm, wir gehen jetzt als aller... Was haben wir denn hier? Ach, der Unterschlupf. Wir gehen als erstes dahin. Irgendwie halte ich das für realistischer. Keine Ahnung, warum. Mein Inventar ist voll. Das ist gar nicht toll. Kann ich dann wegwerfen? Welche Munition fasst das hier nochmal? Die 9mm, ne? Jo. Habe ich hier noch irgendeine doofe 243er rumfliegen? Die ich gerade nicht brauche. Oh, ich finde so viel mehr 243er Munition. Wisst ihr mal was? Wartet mal. Ich wechsle die Waffe jetzt einfach. Wir gehen unterwegs. Wir machen einen kleinen Abschlenker in die Kirche. Und dann wechsle ich einfach die Waffe, pack auf die andere Waffe dann wieder den Schalldämpfer und pack das verlängerte Magazin dran. Dann könnte das schon waffenmäßig, also pistolenmäßig mindestens genauso gut sein. Plus, dass ich einfach viel mehr Munition für die finde. Und dann schlagen wir uns zu eins durch. Boah, liebe ich den Regen. Liebe ich den Regen. Liebe ich den Regen. Was könnte ich kurz ablegen, damit ich genügend Platz habe? Ach hier, brauche ich ja eh gerade nicht. Brauche ich drei davon, ist die Frage. Funkgerät habe ich keine Ahnung. Lege ich auch ab. Ich muss noch irgendwas ablegen. Und die ganze... Nein, Gegenstand ablegen. So, jetzt kann ich es rausziehen. Jetzt kann ich Ergänzung entfernen. Bla 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 bla. Und ablegen. Da ist das Magazin. Sehr gut, das gefällt mir. Du nimmst dann nochmal 9mm SMG 32er brauche ich dafür, ne? Warte mal, jetzt bin ich schon wieder völlig verwirrt. Nein, ich wollte auch nicht alles nehmen, mein guter, Entschuldigung. Dann pack die 9mm auch noch weg. Dann sollte ich genügend Platz haben. Alter, schon wieder drücke ich auf alles nehmen. Absurd dämlich, absurd dämlich. So. Da ist der Schalldämpfer hingekommen. Gut. Die sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Die Munition. Habe ich die andere Muni jetzt nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Fertig. Und 140 habe ich davon, 115 davon. Aber finde ich auch immer relativ regelmäßig, ne? Welche habe ich denn jetzt gerade drin? Nee, nee, da mach mal so. Okay, ich habe die Billig-Muni drin. Sollte reichen gegen die Kleinen. 13 Schuss ist auch schon mal echt deutlich besser. Scheint aber, als würde dieses ganz große Viech, dieser Tank,
oder wie auch immer er jetzt wirklich heißt. Ich glaube, der heißt Tank, ne? Als wäre der jetzt nicht so sensibel, was seine Ortungs... Dingsterbumster angeht. So, hier, wenn ich in die Richtung laufe, sehe ich gerade aber gar keinen Hügel. Richtig? Das ist doch kein Hügel, das können sie mir doch nicht als Hügel verkaufen. Ich folge ja der. Aber wird mir nicht angezeigt, das muss ich wirklich suchen. Ah, Spiel, du Sau! Mit dem Meer auf beiden Seiten. Das hat sich jetzt in meinem Kopf gefräst. Ja, das geht nicht als Hügel durch. Oder? Boah, was haben wir da? Boah, Alter, sah das jetzt am Himmel geil aus. Oh, ich will schon wieder wissen, was da ist. Oh! Also theoretisch muss es... Von der Sinnhaftigkeit müsste es das sein, weil ich glaube, das ist das Einzige, was so hügelmäßig ist. Mit dem Meer auf beiden Seiten könnte ich mir nur vorstellen, dass es da ist. Atmosphärisch wieder geflasht mit dem Regen. Spiel, du hast mich wieder. Es ist Nacht, es regnet, es ist geil. Maschinen wollen mich auseinanderfräsen, es ist geil. Boah, ich hoffe, diese Tanks, die sind nicht so verflucht schnell. Bei den Steinen, bei den Steinen, bei den Steinen, bei den Steinen. Hier sind Steine. Aber ich vermute mal, dass es ein bisschen eindeutiger sein müsste. Also, dass die Steine irgendwie eine bestimmte Form haben, in der sie angeordnet sind. Eine bestimmte Anordnung, sagen wir mal so. Hügel? Hügel stimmt. Ist ein Hügel? Ich sehe das Meer aber gerade gar nicht. Also halte ich das für nicht richtig. Wegpunkt setzen. Dann mach mal dahin. Wir können auch so ein bisschen schief laufen. So, dass quasi das Terrain wieder sondieren. Das Terrain sanieren. Nee. Das, guck mal, das zeigt doch schon so auf dem Boden. Das ist auch kein Hügel. Aber hier hätte man das Meer eh auch nicht auf beiden Seiten. Aber es muss doch irgendwas da in der... Oder noch weiter weg vielleicht. Oder weiter in den Norden? Frag mich doch nicht. Komm, wir gehen das jetzt gemeinsam hier ab. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, dass der alte Mann hier einfach nur rumrennt und sucht. Olle, oui, oui. Ah, durch den Matsch warten. Da kommt er nicht hoch. Nein, das ist doof. Nein! Nein! Vernachlässigt, vernachlässigt, vernachlässigt. Ja, immer nur vernachlässigt. Alter, das sieht da hinten super interessant aus, ey. Alter, mit den Lichtern. Klatsch mich mal hier hoch. Ey. Das kann das auch nicht sein. Hör damit. Hör damit! Das ist der aber Shit, also her damit. So, wo sind wir jetzt gerade auf der Karte? Weißt du was? Da könnte es theoretisch noch sein.
Entdecke den Steinhaufen auf dem Hügel in der Nähe. Könnte aber auch da irgendwo sein. Allerdings, ich frage mich, was könnte das da unten jetzt sein? Was war das denn für eine komische Musik? Also das mit den Nebenmissionen kriege ich auch irgendwie nicht geschissen. Aber das ist auch sehr viel Sucherei. Und ich mache das ja jetzt schon hier in meinem Let's Play. Ich will es aber nicht einfach noch mehr in Sucherei enden lassen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man als Zuschauer schon so ein bisschen mehr Action möchte. Das kann man natürlich so als Let's Player, außer man zerschneidet wirklich alles, eigentlich hier gar nicht gewährleisten. Dafür ist es halt einfach eine riesige Open World und nicht darauf ausgelegt, dass du wirklich einfach nur dir eine Waffe schnappst und Rambo-mäßig überall reinrennst. Ne, dafür ist es halt einfach, hat es auch diese Stealth-Elemente. Stealth-Elemente. Ah, sieht mir aber nicht mehr, also sieht mir nicht nach einem Bunker aus, in dem ich dich rein kann. Ja, gut gemeint die Idee, hier mal hinzuwatscheln, aber hat keinen Eingang, scheint... Ja, scheint unbrauchbar. Ja, das wird mal die Tür gewesen sein und dann wurde er zugeschüttet oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht begehbar. Scheint mir wirklich... Ne? Ah, okay, das scheint mir... Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Mit dem Meer zu beiden Seiten. Blablabla. Auch da irgendwo sein? Ich hab doch keine Ahnung. Ich renne hier rum und ich würde gerne mehr erfahren. Ich bin ja persönlich jetzt gerade da so ein bisschen fröhlich drüber, dass es ein bisschen ruhiger hier abgeht. Ja, jetzt höre ich doch schon wieder alles. Ja, danke Spiel. Bestraf mich. Bestraf mich doch direkt mal. Wenn ich mal sage, es geht ruhiger ab, dann direkt mit der Kelle schwingen. Wir zeigen, ne, so geht's hier nicht. Jetzt kriegt der alte Mann richtig. Warum ist die Musik so? Ist das, weil der Tag anbricht? Oder? Weil ich vielleicht diesem Ding näher komme. Unserer Mission. Sie hört auf. Ich finde die Musik sehr, sehr schön. Also die Untermalung. Ich finde das sehr, sehr gut gemacht. Scheiße, ey. Ich höre doch schon dieses fette Viech, ey. Leck mich doch fett am Pöppes. Ah, perfekt. Da komme ich also auch hin. Warte mal. Ach, schon wieder B gedrückt, ne? Ach du Scheiße, meine Damen und Herren. Die Folge ist ja richtig... Oder? Die ist ja richtig lang. Es tut mir leid. Alter. Das ist viel zu lang. Das ist viel, viel, viel zu lang. Ja, meine Damen und Herren, ich würde die Folge dann fürs Erste beenden. Wir haben ja fast eine ganze Stunde hier gezockt. Mal gucken, ob ich das geschnitten haben werde und es dann kürzer ist, weil das einfach so ein bisschen zu viel Gesuch ist. Ich habe keine Ahnung, meine Damen und Herren. Das war jetzt viel länger, als ich dachte. Wir sehen uns genau hier in der nächsten Folge wieder. Dann nehme ich mindestens jetzt noch in dieser Session eine weitere Episode auf, um dann zu gucken, ob wir ein kleines bisschen weiterkommen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mein Name ist Tybor und ich bin verflucht noch eins. Raus aus dieser Nummer. Ciao. Ja, ich weiß, ihr wollt mehr von diesem Tybor. Drück in die Mitte. Und kriegt mehr von diesem Tybor. Behalte den Namen Tybor. Behalte ihn in deinem Kopf.